Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um die Corona-Auswirkungen auf die Energiewirtschaft. Die erste seht ihr natürlich schon hier an mir und der anderen Aufnahmesituation, denn natürlich sind auch wir jetzt gerade im Homeoffice und aktuell bin ich noch dabei herauszufinden, wie ich das am besten hier mache und aufbaue. Also wenn ihr heute mal ein verwackeltes Video seht, liegt das daran, dass ich das Handy heute mal in der Hand halte. Jedenfalls die Corona-Auswirkungen. Wir merken sie im Alltag. Langsam aber sicher kommt der Shutdown. Wir sollen nicht mehr rausgehen. Zu Recht, um eben uns und andere nicht mit der riskanten Ansteckung irgendwie in zu großes Risiko zu bringen. Aber was sind so die Auswirkungen auf die Energiewirtschaft? Ich will das mal ein bisschen zusammenfassen und einordnen, weil auch genau diese Fragen natürlich von euch gekommen sind. Etwas Gutes, was passiert ist, jetzt wird natürlich erstmal die Stromsperrung und ähnliches, die Gassperrung und Co., die werden ausgesetzt. Das heißt, Leute, die aktuell zahlungssäumig sind, die ihren Rechnungen nicht nachgekommen sind, die nicht bezahlt haben, die bekommen aktuell keine Stromsperrungen mehr. Weil natürlich jeder angehalten ist, sich ein bisschen zu isolieren, zu Hause zu sein und auch möglichst viel Hygiene anzuwenden. Und dann wäre es besonders schlecht, wenn jetzt gerade kein Strom mehr da wäre. Das heißt, neue Stromsperren werden von den großen Konzernen, aber auch von ganz vielen Stadtwerken aktuell nicht mehr gemacht, nicht mehr umgesetzt, weil natürlich auch jede weitere Fahrt für den Monteur, für den Techniker auch ein gewisses Risiko darstellen würde. Diese Forderung kam allerdings auch vor einigen Tagen von den Verbraucherzentralen, dass man natürlich genau diese Sperren nicht mehr umsetzen sollte. Und die meisten Unternehmen oder praktisch alle halten sich auch daran. Besonders gut finde ich, einige der Unternehmen, der Energieunternehmen, haben sogar gesagt, sie würden jetzt bereits gesperrte Anschlüsse sogar wieder instand setzen, die wieder in Betriebnahme durchführen, um praktisch auch dort den Leuten zu helfen, die ja offensichtlich ganz unten und ganz am Ende sind und dementsprechend, dass die wenigstens immerhin mal noch ein bisschen Strom zu Hause haben. Also das ist so ein Aspekt, der erstmal aus sozialer Sicht ziemlich gut ist. Und ja, schauen wir mal, was die weiteren Entwicklungen da herum so sein würden. Weitere Aspekte, die sich da aktuell so ein bisschen abspielen. Man überlegt es natürlich, was kann man alles so einschränken an, ich sag mal, Nebenaufgaben. Also zum Beispiel die Stadtwerke, die in ihrer Holding verschiedene andere Aspekte noch mit drin haben, die setzen zum Beispiel gerade sowas wie Wertstoffhöfe oder Deponien so ein Stück weit außer Kraft, zumindest die Möglichkeit, dort noch hinzufahren. Selbst die Entsorgung wird auf das Notwendige runtergeschraubt. Und man schaut eben, welche Effizienzen kann man heben, wo kann man auch tatsächlich vielleicht mal eine Fahrt aussetzen, die nicht unbedingt notwendig wäre. Das finde ich natürlich auch sehr klug. Ein weiterer Aspekt natürlich auch sowas wie Ablesungen. Zählerstandsablesungen, die werden jetzt möglichst ausgesetzt, verschoben durch Ersatzwerte umgesetzt, die also rechnerisch herbeigeführt werden. Oder dass man tatsächlich einfach mal sagt, lieber Kunde, lest du doch mal deinen Stromzählerstand, deinen Gaszählerstand oder was auch immer selbst ab und meldet das uns über die App oder über was auch immer für einen Weg. Das finde ich natürlich auch sehr, sehr klug. Das sind Dinge, die man hier nutzen kann und die sich hier natürlich auch durch diese Auswirkung ergeben haben. Weitere Aspekte. Ach ja, natürlich. Wir haben ja im Bereich der Energiewirtschaft, im Bereich von Stadtwerken, im Bereich von Stromnetzen vor allem die kritische Infrastruktur, Kritis, wie man das in Deutschland dann auch nennt. Und da gibt es natürlich Notfallpläne. Das heißt, die Unternehmen sind nicht ganz unvorbereitet auf das, was hier gerade passiert. Das heißt, es gibt sowas wie Zugangsregelungen für Notfallteams, das zur Verfügung stellen von redundanten IT-Systemen. Das heißt, wenn der eine Teil ausfällt, gibt es noch einen anderen Server, der zum Beispiel dann oder ein anderes Rechenzentrum, was dann zum Beispiel noch da sein würde. Und vor allem auch für die Schaltzentralen, für die notwendigen Steuerungsräumlichkeiten gibt es womöglich auch noch alternative Standorte und Co. Das heißt, das ist nicht ganz unvorbereitet, aber erfahrungsgemäß gibt es zumindest im Bereich der IT Notfallpläne immer so ein paar Hürden und Probleme. Allein schon deswegen, weil natürlich das zur Verfügung stellen von den Zugängen, von den IT-Zugängen, von den Logins, von den Passwörtern, vielleicht von Kollegen, die jetzt bereits ausgefallen sind oder dann eben das zurücksetzen oder Alternativen finden.
Ja, sowas ist, was nicht unbedingt Alltag bedeutet, was also schon gemacht werden muss, aber das ist vielleicht nicht ganz korrekt umgesetzt worden oder nicht in der letzten Zeit getestet worden. Und je kleiner das Stadtwerk, desto weniger Ressourcen sind klassischerweise auf sowas schon eingesetzt worden. Und dementsprechend desto ja, schwieriger ist hier die tatsächliche Umsetzung. Das ist klar. Was sind so weitere Punkte, die mir aufgefallen sind? Man kriegt es immer mehr Nachrichten von den Branchen-Newsbereichen, dass natürlich das essentielle Personal, also das Steuerungspersonal für diese gerade auch schon erwähnten Leitwarten, für die Schaltzentralen, natürlich auch ein bisschen abgeschottet werden soll. Das ist ganz klar, die Leute sollen bestmöglich nicht mehr in Berührung kommen mit den Kollegen, mit denen sie keinen Kontakt haben müssen, weil natürlich auch hier eine gewisse Gefahr besteht, dass man sich eben anstecken könnte und so schafft man sowas wie Arbeitsinseln, bei denen man praktisch dafür sorgt, dass die Leute nur noch in kleinen zusammenhängenden Teams arbeiten und hier natürlich nicht mehr in Berührung mit den Leuten kommen, die sie nicht im Regelmaß sehen müssen. Diese Leitwarten werden teilweise mit sowas wie Schlafplätzen ausgestattet oder sind das sowieso. Gerade die großen Übertragungsnetzbetreiber, die also richtig große kritische Infrastruktur ja, bewirtschaften haben, die haben also relativ große Leitwarten, da sind also Vorräte, da sind Entertainment-Möglichkeiten für die Pausen, da sind Schlafplätze, da sind Möglichkeiten, sich wirklich lange, lange Zeit für mehrere Wochen problemlos von der Außenwelt abzuschotten. Dann gibt es ganz oft, wie gesagt, auch noch sowas wie Notwarten mit sowas ja, wie Ersatzcrews, wo also nochmal alternatives Personal zur Verfügung steht, die dann dafür sorgen, dass es sowas wie einen Blackout eben jetzt auch trotz der aktuellen Situation nicht geben wird. Was noch zu beachten ist natürlich sowas wie auch Wartungspersonal, dass wir genau jetzt dafür sorgen müssen, dass es nicht zu den Ausfällen kommt und dann die Redundanz, die wir sonst im Stromnetz haben, ja, also dass es andere Leitungen gibt, die immer wieder eingreifen könnten, dass es gar nicht erst dazu kommt, also dass wir gar nicht erst sowas wie einen richtigen Ausfall haben könnten. Und deswegen wird gerade das Wartungspersonal ein Stück weit aufgestockt, was natürlich auch deswegen funktioniert, weil wir jetzt natürlich den Smart Meter Rollout ein Stück weit aussetzen. Wir wollen so wenig Kundenkontakt wie möglich haben, deswegen fahren wir bestmöglich nicht mehr zu den Leuten nach Hause und bauen dort den neuen Smart Meter ein, sondern stattdessen wird das Personal zu den kritischen Infrastrukturen geschickt, um dort die wichtigen Wartungsvorgänge zu machen. Das heißt natürlich aber auch, dass der Smart Meter Rollout ein Stück weit jetzt ja aus anderen externen Gründen verschoben wird und mal schauen, ob es da hier irgendwo mal noch eine Lösung geben wird, dass die Fristen, zum Beispiel die 3-Jahres-Frist für die 10%, die umgesetzt werden sollen, vielleicht ein Stück weit aufgelockert wird. Die Frist geht ja jetzt schlussendlich schon seit Mitte Februar. Und dementsprechend ja, zählt eigentlich jeder Tag für den Rollout der Smart Meter. Der wird jetzt aber von den meisten Unternehmen gerade gar nicht mehr ernst genommen. Was passiert noch so? Natürlich werden Kundencenter geschlossen. Das heißt, der Kundenkontakt mit den Mitarbeitern von Stadtwerken fällt es im Prinzip erstmal aus und das auch zu Recht. Und insoweit wird es jetzt erstmal möglich gemacht, dass umso mehr Leute in den Callcentern sitzen, also telefonisch und per E-Mail. Der Kundenkontakt immer noch möglich ist, aber auch hier gibt es natürlich den Aspekt, dass die Leute bestmöglich ins Backoffice, vom Backoffice ins Homeoffice geschickt werden. Und das ist genau das, was wir ja auch hier gerade machen. Jeder, der irgendwie kann, soll von zu Hause aus arbeiten. Das schlägt sich natürlich bis zu den Callcentern, zu den Servicecentern, zu den Outsourcing-Dienstleistungen durch, wo die Kollegen bestmöglich zu Hause sitzen sollen und eben nicht mehr in Kontakt mit anderen, eventuell schon angesteckten Kollegen kommen sollen. Das heißt aber auch, dass eventuell hier noch technische Infrastruktur notwendig ist oder war, die nicht immer als Standard schon gegeben ist. Und dementsprechend kommt es natürlich trotzdem zu Verzögerungen in der Bearbeitung von den Kundenanfragen. Aber nicht nur in der Bearbeitung von Kundenanfragen kommt es zur Verzögerung, sondern natürlich auch bei den alltäglichen Prozessen der Energiewirtschaft, der Marktkommunikation, wo ja ganz oft noch jede Menge manueller und ganz oft auch bilateraler Klärungsaufwand mit Marktpartnern notwendig ist. Zum Beispiel, wenn der Lieferantenwechsel nicht funktioniert hat, Kunde konnte von alten Lieferanten zum neuen nicht automatisch wechseln. Dann muss es jemand bearbeiten. Und dafür gibt es ja heutzutage auch noch ganz empfindliche Fristen, in denen das auch dann gelöst werden muss. Und diese Fristen können jetzt ganz oft nur noch ganz schwierig wahrgenommen werden, wenn es entsprechend wenig Personal gibt.
Dazu gibt es auch noch eine aktuelle Mitteilung der Bundesnetzagentur, dass diese Fristen jetzt auch nicht außer Kraft gesetzt werden. Da gab es ganz viele Anfragen von den Branchen und Branchenverbänden. Das wird nicht gemacht. Man sieht dort einen hohen Automatisierungsgrad. Erfahrungsgemäß stimmt das nicht. Es gibt jede Menge Klärungsbedarf durch die Mitarbeiter und die sind jetzt natürlich aktuell knapp. Der Bundesverband Aetna für die Marktkommunikation in der Energiewirtschaft hat zum Beispiel auch hier gesagt, naja, das ist ganz schön dürftig. Wäre schon gut, wenn wir da vielleicht die Fristen aussetzen könnten oder dass zumindest die Strafen für den Verzug, also für das Nichteinhalten von Fristen, außer Kraft gesetzt werden. Also dass zumindest die Bundesnetzagentur dann nicht anklopft und sagt, ihr habt eure Prozesse nicht im Griff, weil es jetzt natürlich aktuell einfach am Personalmangel liegt, der ganz automatisch zustande kommt, weil die Leute eben zu Hause sitzen. Was gibt es noch so? Natürlich werden Dienstreisen und Veranstaltungen möglichst abgesagt. Das heißt, nicht nur Konferenzen und Messen der Energiewirtschaft fallen es aus, sondern natürlich auch sowas wie Seminare und Workshops. Das ist für mich aktuell noch gar nicht so sehr das große Problem, weil wir natürlich ganz viel Online-Content haben und Online-Geschäft. Von daher können wir das ein Stück weit auffangen für uns, aber für die Mitbewerber, für unsere Marktbegleiter ist das natürlich ein größeres Problem und natürlich auch für allgemeine Netzwerkveranstaltungen. Die finden aktuell zu Recht nicht mehr statt. Was gibt es noch so zu sagen? Ja, schlussendlich vielleicht diese Prozesse nochmal. Es werden ja jetzt die Beratungsfristen für die Prozesse nicht außer Kraft gesetzt. Es muss aber ein Stück weit vielleicht nochmal definiert werden, welche Prozesse im Backoffice, der Energiewirtschaft, in der Marktkommunikation sind wirklich notwendig und essentiell für die Versorgungssicherheit und die Abwicklung der Kundenprozesse und welche sind vielleicht so zweitrangig, dass man vielleicht sagen könnte, naja, alles was Energiedatenmanagement ist, alles was vielleicht auch noch Bilanzierung ist, ist wirklich notwendig und muss auch möglichst fristgerecht stattfinden, weil daran nicht nur sowas wie Stromhandel und Bilanzkreisbewirtschaftung dranhängen und dementsprechend jede Menge Geld, sondern natürlich auch so etwas wie die weiteren Prozesse im Stromnetz, ne? Die Regulierung, das Zurverfügungstellen der richtigen Mengen Energie und Co., die werden hier natürlich auch aus den Daten gespeist, die normalerweise hin und her geschickt werden. Prognosen, Lastprofile und Co., die müssen auf jeden Fall stattfinden, weil darauf baut schlussendlich das gesamte Management der Stromnetze auf. Aber sowas wie Stammdatensynchronisation als neuer Prozess der Marco 2020 und weitere Aspekte, die eher zweitrangig sind, die müssen vielleicht nicht so dringend umgesetzt werden. Und da hoffen wir natürlich auch noch auf eine entsprechende Mitteilung der Bundesnetzagentur, dass das auch ein bisschen so gesehen werden kann. Und dass auch dort natürlich die Branchenverbände sagen, ja, wir stehen auch dahinter, dass es praktisch zwei Klassen von Prozessen gibt und dementsprechend hier vielleicht ein bisschen auch von den Stadtwerken, von den Netzbetreibern, von den Dienstleistern eine Priorität gesetzt werden kann. Apropos Prozesse, es gibt jetzt noch die Einführung von den RLM-Prozessen für die Übertragungsnetzbetreiber, dass also ab dem 01.04.2020 wegen der Bilanzkreistreue verschiedenste Daten an die Übertragungsnetzbetreiber geschickt werden sollen für alle RLM, also registrierende Lastgangmessung. Zähler. Vielleicht sollte man diese Einführung auch einfach ein Stück weit verschieben. Da können wir auch vielleicht noch darauf hoffen, dass es da ganz, ganz kurzfristig eine Meldung von der Bundesnetzagentur gibt. Das ist schon alles sehr, sehr sinnvoll für die Prozesse. Wie gesagt, wir brauchen diese Daten beim ÜNB, aber vielleicht sollten wir hier ein bisschen langsamer sein. Vielleicht auch so ein paar andere Bilanzierungsprozesse, die für den ÜNB jetzt eigentlich starten sollen und dementsprechend auch für andere Marktteilnehmer neue Prozesse bedeuten würden, dass wir die einfach ein Stück weit verlangsamen und verschieben. Das wäre, glaube ich, ganz hilfreich. Aktuell sieht es danach aber noch nicht aus. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Ja, das war jetzt erstmal so das erste hier ausprobierte Video. Wir schauen mal, wie wir die Qualität noch weiter optimieren können. Ich werde hier demnächst noch ein Stativ hinstellen, dann sollte auch das Video nicht mehr ganz so wackelig sein. Schauen wir mal, was das so wird. Ja, okay. Habt ihr irgendwelche Fragen oder habt ihr Anekdoten oder irgendwas aus dem Alltag, was Corona angeht, dann schreibt das ruhig mal unten in die Kommentare. Und ansonsten, ja, liked das Video, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und bleibt uns gewogen. Ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr zum Beispiel in unseren Shop geht und da E-Books von uns kauft. Wir haben jetzt auch
uns überlegt, dass wir das 100-seitige Lern-E-Book für die Energiewirtschaft jetzt auch nochmal als Druckvariante anbieten. Das heißt, ihr könnt es auch als Druckvariante dort kaufen und dann wird es euch innerhalb der nächsten Tage auch schon zugeschickt. Okay, mehr Infos dazu im Shop, der unten verlinkt ist. Ja, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.